Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Starfield, wo wir uns gerade bei der Story von Sarah tatsächlich befinden. Und wir gerade zu ihrem... Oh, hier ist ja noch, ne? Kobalt und so, muss Zeug scannen. Angenehmeren Umständen hier gelandet, hätte ich die Schönheit dieses Planeten mehr zu schätzen gewusst. Was haben wir hier? Jagend. Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Ciao. Wir sind schon fast wieder ein Level up. Das ist sehr geil. Wir speichern mal ab. Dass die Blumen nicht abgescannt werden können? Strange. Ein Feuerblatt. Hi. Das machst du super, Sarah. Ah, das ist so schön, dass ich ihr die Waffe gegeben habe. Den Trümmern zufolge erlitt das Shuttle der Crew deutlich mehr Schaden als meins. Die armen Seelen. Das sind die Überreste des Crew-Shuttles. Echt? Aber es sieht aus, als wären Teile ausgebaut und weggeschleppt worden. Gab es vielleicht Überlebende? Absturzstelle der Crew. Ich schaue mal nach Hinweisen. Aber, Server, ich glaube, ich sehe hier drin gerade erstmal gar nichts. Wir gucken mal, ob es hier noch weitergeht. Während wir weiter noch ein bisschen die Fauna scannen. Oh lol, die haben sich dort ein Haus gebaut und eine Brücke und ein komplettes Lager. Das heißt, die haben länger gelebt. Never. Brennendes Feuer. Als ob, aber so wie es aussieht, hat ja auf jeden Fall jemand länger gewohnt, ja. Wir gucken mal nach. Jetzt bin ich mal gespannt, als ob ihre Crew noch lebt. Halt. Ich schieße, wenn es sein muss. Dreht einfach um und verschwindet. Ich kann mit dem Ding hier umgehen. Oh mein Gott. Wer bist du? Niemand. Geht einfach weg. Ich lass mir nicht schon wieder meine Sachen klauen. Keine Chance. Geht weg. Beide. Wir wollen dir nichts tun. Klar. Ihr wollt mich nur reinlegen. Nein. Ich lass mich nicht noch mal reinlegen. Vergiss es! Es reicht. Leg die Waffe weg und rede mit uns. Wir wollen wissen, was hier passiert ist. Siehst du? Du bist überhaupt nicht nett. Ich wusste es. Erwachsene lügen einen ständig an. Sir, lass mich das machen. Bitte. Tut mir leid. Ich habe überreagiert. Wir wollen dir helfen. Und wir lügen dich nicht an. Versprochen. Ich weiß nicht. Ich traue euch nicht. Warum sollte ich euch zuhören? Wir können dich nach Hause bringen. Nach Hause? Ich bin hier geboren. Das hier ist mein Zuhause. Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen. Du bist hier geboren? Moment. Oh mein Gott. Deine Eltern, deine Mutter und dein Vater. Wie hießen die? Jenna und Elias. Warum? Jenna und Elias? Private Jenna Marsh und Corporal Elias Obrist?
Du bist ihre Tochter? Hör mir zu. Ich kannte deine Eltern. Sie waren mit mir auf der Dauntless. Ich bin Commander Sarah Morgan. Du bist Sarah Morgan? Mom und Dad's Captain? Meine Eltern haben ständig von dir geredet. Es ist wie ein Traum, dich endlich kennenzulernen. Wenn deine Eltern hier sind, würde ich sie gern kennenlernen. Da kommst du zu spät. Meine Eltern sind tot. Mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben und Mom wurde von einem dieser Monster beim Friedhof getötet. Ich bin als Einzige übrig. Allein. Darf ich dich etwas fragen? Ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Oh, ja. Ich heiße Sona. Sona? Ein schöner Name. Sona, du hast einen Friedhof erwähnt. Wurde da die Crew? Du weißt schon. Begraben? Ja. Ist ein Haufen Steine mit den Halsketten, die auch meine Mom und mein Dad hatten. Danke, Sona. Wir müssen kurz was besprechen und kommen gleich wieder, okay? Okay, Sarah. Krass, ihre Eltern sind tot, sie haben ein Kind bekommen. Das ist das müsste ja, wenn sie schwanger gewesen wäre, klar. Da müsste die jetzt ungefähr 10 sein. Die sieht aber noch älter aus. Wo soll ich bloß anfangen? Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie du dich gerade fühlen musst. Ja. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Ich muss viel verarbeiten. Aber dazu habe ich jetzt einfach keine Zeit. Wenn du helfen willst, dann such den Friedhof und bring mir diese Ketten, die Sona erwähnt hat. Ich hoffe, das sind die Genmarken meiner Crew. Ich mache mich gleich auf den Weg. Gut, aber sei vorsichtig. Sonas Monster sind zweifellos gefährliche Lebensformen, die den Friedhof zu ihrem Territorium auserkoren haben. Sammle Genmarken. So, man sieht hier jetzt langsam wieder was. Dann gehen wir mal zum Friedhof. Das heißt, sie haben sich hier niedergelassen und halt überlebt. Sachen angepflanzt, guck, was man hier essen kann, sind halt leider trotzdem gestorben. Das ist eine echt nice Story eigentlich. Korallenkäfer, die kennen wir doch. Die gibt es komischerweise öfters mal. Oh, wobei, der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Ciao. Er haut einfach ab. So, hallo Korallenkäfer, ich komme. Das ist euer Territorium, hä? Ach, wenn ihr Meere seid, dann ist kein Problem, gell? Dann kann man angreifen. Als ob! Shot. Geil. Ciao. So. Level 22 sind wir schon. Sehr schön.
Absturzstelle der Dauntless Crew. Wir haben noch die Feuerblattdinger da. Was war das denn? Machen wir nicht so eine Angst. Hier haben wir noch ein paar Blättchen. Zack. Da haben wir noch einen komischen Käfer. Ich habe dich genau gesehen. Dass der wohl abgehauen ist. So, das Kupfer nehmen wir erstmal mit. Genmarke, 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 Genmarke. Ich sehe schon. Das sind die Viecher, die für den Mord schuld sind, an dem Mord schuld sind. So. Muss ich kurz scannen? Oder auch nicht? Hallo. Alter. Ach, die letzte Genmarke. Ah, sie wurde gefressen, die Mutter in dem Fall. Hm? Sad, aber true. Immerhin haben wir sie gerecht. Ich weiß halt nicht, auch den Friedhof so weit weg zu verlegen, ob das so sinnvoll gewesen ist. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg noch ein paar Pflanzen finden. Ich habe mir eine Prellung zugeholt, sehr gut. Was war das? Hi. Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich in Ruhe. Alter, der hat voll viel AP. So. So. Was haben wir noch so? Kobalt nehmen wir mit. Kupfer auch. Oh, was haben wir hier denn? Wasser. Irgendwie sind die fast süß. Ich würde es jetzt nicht ungern zu Hause haben, aber sind ganz süß. Oder ihr seid ganz süß. Ja. Man, immerhin hatten sie ja auch einen Fluss. Also trinken hatten sie auf jeden Fall.
Gell? So, ich würde hier gerne noch weiter rumscannen alles, aber wir gehen jetzt erstmal die Quest abgeben. Das Kupfer hier einsammeln. Ist aber relativ schön. Die hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, weil die waren ja dann schon eine Weile hier, über 10 Jahre. Die hätten hier ruhig einen Zaun oder so mal aufbauen können oder... Strange. Naja, immerhin haben sie eine riesige Hütte gebaut. Das kann man ja wenigstens ihnen zugute heißen. Nein! Nein, 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 nein! Wie oft muss ich das noch sagen? Was? Ich will hier nicht weg! Lass mich in Ruhe! Sona, bitte beruhige dich und hör mir zu. Allein ist es hier viel zu gefährlich, Kleines. Mir egal. Das ist mein Zuhause. Du kannst mich nicht zwingen! Wir können sie nicht allein hier lassen. Sie muss mit uns zurück nach Jamison. Ich bin ratlos. Kannst du mal mit ihr reden? Keine Sorge, wir bringen sie in Sicherheit, koste es, was es wolle. Auf dich ist wirklich Verlass. Klar, immer. Jetzt müssen wir das arme Mädchen überreden, den Planeten mit uns zu verlassen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, die richtigen Worte zu finden. Ich höre doch, dass ihr über mich redet. Und es ist mir egal, was ihr sagt. Ich gehe hier nicht weg. Hör mal, ich bin eindeutig nicht in meinem Element und psychisch nicht dazu in der Lage. Könntest bitte du mit ihr reden? Erlaube Sona zu bleiben oder überzeuge Sona zu gehen. Erstmal hier. Spielcharakterverbrauch bei überschrittener Tragkapazität dauert 15% weniger Sauerstoff. Geil! Danke! Wir speichern ab. Also, bevor wir hier miteinander reden, ne? Inventar. Hilfe. Wir haben doch irgendwas für Überzeugung, oder? War da nicht was? Überzeugung. Haben wir nicht noch was Besseres? Hier, Überzeugungschance für 20. Hier, genau das. Wir speichern ab. Hi. Warum hört Sarah nicht auf mich? Sie macht sich Sorgen um deine Sicherheit. Ich bin schon lange allein und war nicht mal in Gefahr, als die bösen Leute gekommen sind. Das heißt aber nicht, dass ich das einzige Zuhause verlassen sollte, das ich kenne. Du bist auf Dauer hier nicht sicher. Mom meinte, es gibt ziemlich böse Leute. Schlimmer als die, die ich schon gesehen habe. Aber Mama und Papa zurückzulassen, ist ziemlich schwer. Obwohl sie tot sind, will ich sie nicht aufgeben. Selbst in der Ferne wirst du sie stets im Herzen tragen. Ja, du hast recht. So habe ich das noch nie gesehen. Tut mir leid, dass ich gebrüllt habe. Du und Sarah, ihr wollt ja nur helfen. Ich hol meine Sachen und dann steige ich in dein Schiff. Toll. Keine Sorge, ich stehe auch nicht im Weg, bis wir, naja, wo auch immer sind. So, hi. Das war einfach, sie zu überzeugen. Die Ärmste. Hoffentlich war die Entscheidung richtig. Natürlich. Das lastet nicht alles nur auf dir, Sarah. Nee, das hört sich so, ne? Sona kommt schon klar. Versprochen. Hoffentlich ist das so. Wir alle klingen so assi. Sona aus ihrem Zuhause und werfen sie zurück in die Gesellschaft. Es wird schwierig für sie, sich an die Veränderungen anzupassen. Wo sie auch landet, versprich mir nur, dass wir ab und zu nach ihr sehen. Bitte. Klar. Versprochen. Danke. Bevor wir Cassiopeia verlassen, wollte ich dir noch etwas sagen.
Vielleicht an dem Aussichtspunkt, an dem wir vorbeigekommen sind? Es geht auch schnell, versprochen. Komm. Du gehst... Keine Sorge. Wenn es soweit ist, bin ich auf deinem Schiff. Okay, gut. Dann nehmen wir sie mit. Wir können sie einfach nicht hier liegen lassen. Also, auch wenn das hier zu Hause ist, sie kann ja irgendwann wieder zurück. Auch wenn das jetzt ein Kulturschock für sie sein wird, größtenteils. Auf so einem Planeten, wo ihre Eltern, die erfahrene Soldaten, sterben. Kannst du so ein Kind nicht zurücklassen. Sie hat ja auch niemanden hier. Shit. Wir speichern. Schön. Was wolltest du mir sagen? Pass auf, bevor wir zum Schiff gehen, wollte ich dir noch sagen, was für ein großes Geschenk das war. Du musstest mir einen Stups geben. Und wenn ich nicht auf dich gehört hätte, hätte das Universum wohl nie von diesem kleinen Mädchen erfahren. Mhm. Ich konnte dich nicht für dich würde ich alles tun, Sarah. Und ich will mich erkenntlich zeigen, auch wenn es bis an mein Lebensende dauert. Das ist das zweite Mal, dass ich auf dieser Welt bin. Und bis jetzt habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie umwerfend sie ist. Schau dir das an. Deswegen erkunde ich hier draußen die Sterne. Welten über Welten warten darauf, dass man ihre Schönheit entdeckt. Diese Last meiner Vergangenheit abzulegen, hat mir ermöglicht, die Augen zu öffnen. Und zwar weiter als je zuvor. Und das alles deinetwegen. Weil ich so toll bin. Ich hoffe, in dieser Aussage steckt noch mehr als nur einfache Dankbarkeit. Hä? Also, man kann auch Dankbarkeit anders zeigen, ne? Du verstehst hier, hä? Vielleicht. Ich schätze, wir müssen beide ein bisschen darüber nachdenken. Also, es wird wohl Zeit, Cassiopeia wieder Ade zu sagen. Diesmal aber unter wesentlich glücklicheren Umständen. Fliegen wir zurück nach Jamison. Ich will Admiral Logan deine gesammelten Genmarken geben und dann schauen, was wir mit Sona machen. Okay. Kehre nach New Atlantis zurück. Das tun wir. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Ressource, Struktur, Biome, ja, Genetik, Standard, kohlenbasiert, schön. Ja, immerhin, Biom, okay, das Biom hat nur eine Flora. Damit musst du erstmal, das ist bescheuert. Das ist aber echt ein schöner Planet. Wenn es hier jetzt noch coolere Ressourcen gäbe. Warum laufe ich eigentlich? Gibt es eigentlich noch irgendwas anderes zu entdecken? Sorry. Jetzt. Ich vergesse immer die ganzen 100 Millionen Tasten. Gibt's eigentlich noch so? Eine Höhle. Wir gehen jetzt erstmal zum Schiff. Zum Shieldbreaker. Cooler Schiffsname übrigens. Der Shieldbreaker. Mit den Lasern, aber auch kein Wunder, dass das so heißt. So, wir stehen auf. Und nur gucken, ob das Kind da ist. Ist das Kind da? Ja, hi. Und? Oh, lass uns nachher reden. Ja, dann gehe ich eine kurze Stunde pennen. Ist das okay für euch? Lass uns nachher reden. Ja. Höhen. Das war schon ein sehr weit entfernter Planet, gell, wenn man so überlegt.
Wir gehen zurück nach Alpha Centurio. Dahin. Ah, dass die, wo sie gerettet wurde, nicht geguckt haben, wie es den anderen geht, ist ein bisschen unrealistisch, oder? Ich meine, die hätten ja alle vor... Sie wurde ja nur ein Jahr später gesehen, gefunden. Das heißt, da wären vielleicht noch 8 bis 9 Leute am Leben gewesen. Wer weiß, wie viele am Anfang gestorben sind. Auf jeden Fall Mutter und Vater wären da gewesen. Schwachsinn. Sprich mit Admiral Logan? Echt? Okay. Dann gehen wir kurz zum Mars District, können wir porten. Kass, da würde ich gerne mal hin. So. Zack, zack. Ich hasse mich. Ich hasse mich abgrundtief, Alter. Das war so dumm. Ah, gut. Ich kriege jetzt schon wieder Flashbacks, wenn ich hier reinlaufe, weil ich dann denke, wir müssen wieder irgendwelche Missionen erledigen. So. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Sergeant Yumi, ja, ja. Sprich mit Sergeant. Sergeant Yumi. Wer war das überhaupt nochmal? Wir gehen auf jeden Fall vielleicht nachher dahin. Hi. Glückwunsch zur Beförderung in Klasse 1, Captain. Danke. Willkommen zurück. Habt ihr Antworten gefunden? Wir haben Antworten und diese Genmarken gefunden. Aber nicht nur das. Wir haben dort auch ein Kind von 2 überlebenden Crewmitgliedern gefunden. Nach dem Tod ihrer Eltern war dieses arme Mädchen jahrelang auf dieser feindseligen Welt. Allein. Wir haben sie im Stich gelassen, Admiral. Das tut mir leid. Aber wie hätten wir das wissen können? Keine Entschuldigung nötig. Wir sind nur froh, dass es vorbei ist. Natürlich. Wir stimmen wohl darin überein, dass dies ein weiterer bedauerlicher Umstand des Koloniekriegs war. Für dich ist es ein bedauerlicher Umstand. Für mich... eine Tragödie. Du hast absolut recht, Sarah. Es ist eine Tragödie. Aber eines kann ich versichern. Die Namen dieser Männer und Frauen werden nie in Vergessenheit geraten. Dafür sorge ich persönlich. Danke, Admiral. Viel Glück euch beiden. Es war mir eine Ehre. Das Kind? Wenn wir hier fertig sind, sollten wir uns mit Zauna unterhalten. Die Ärmste wartet in der Loge auf uns. Dann gehen wir zur Loge. Lobby. So, jetzt haben wir ein Kind an der Backe. Toll. Klasse. Was machen wir jetzt damit? Im Namen der Vanguard hier. Wo ist das Kind? Ich dachte in der Loge. So, wir rennen mal kurz dahin. Ach, die Loge, jetzt ihre Firma. Jetzt, da waren wir schon ewig nicht mehr. Um zu Hause zu sein. So. Wir müssen wohl reden. Ja, du müsstest einen Kulturschock haben. Da seid ihr ja. Ich hab mich schon gefragt, wann ihr kommt. Hallo, Sona. Wie ich sehe, hast du die Loge problemlos gefunden. Ja. Aber es war schon schwierig. Die ganzen Leute. So viele auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. War bestimmt beängstigend. Ja. Aber ich muss jetzt wohl tapfer sein.
Du bist einer der tapfersten Menschen, die ich kenne. Also, was meinst du? Gefällt es dir hier, Sona? In der Loge? Ja, hier ist alles so riesig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Du bist bestimmt Quintillionärin, Sarah. Genau. Ach, schön wär's. Das hier gehört nicht mir allein. Es gehört allen, die Teil von Constellation sind. Und es sollte auch dir gehören, Sona. Ich möchte, dass du bleibst und es zu deinem Zuhause machst. Wow. Kann ich dann mit euch auf Erkundungstour gehen? Oder kriege ich dann mein eigenes Schiff? Ja. Ja, Tante Sarah wird dir ein Schiff kaufen. Später, du hast noch ein bisschen was zu lernen. Und das ist der perfekte Ort, um mit deiner Ausbildung zu beginnen. Verstehe. Oh, und keine Sorge, ich lerne schnell. Also mach dich schon mal auf ein neues Constellation-Mitglied gefasst, das Missionen annimmt. Ich kann's kaum erwarten. Wie auch immer. Danke, dass ich hier bleiben darf. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ganz bestimmt nicht. Ich finde, Sona sollte sich erstmal einleben. Ich würde jetzt gerne das Koloniekriegsdenkmal besuchen. Ich möchte den Leuten die letzte Ehre erweisen. Das mit Sona ist ehrlich gesagt relativ süß, muss man einfach sagen. Und wir brauchen unbedingt neue Mitglieder hier. Dann gehen wir mal zu den Massengräbern. Krasse, das ist schon langwierige Questline mit ihr, oder? Schon ein bisschen. Oh, da hat jemand eine Lawine. Was labert die? Ich hab mich zugehört. So, wo ist es? Wie weit müssen wir dafür laufen? Gucken wir mal kurz zur Oberflächenkarte. Wo müssen wir da hin? Ach, das ist gleich hier, okay. Ach ja, ja, klar, wir waren ja da schon ein paar Mal. Sie folgt mir nicht länger. Ja, extreme Hitzeflammen, schön. Ich spreche mit Sarah. Oh, irgendwie ist es ja schon. Traurig, schon ein bisschen, oder? Ich meine, wir dümpeln hier rum, machen so komische Flirtsprüche, obwohl sie nicht angebracht sind und sie hat halt 10 Jahre. Damit drüber leben müssen, dass sie schuld ist, dass ihre Kameraden alle gestorben sind. Wir sollten das schon ernst nehmen, also. Finde ich nicht okay von euch, dass sie das so ins Lächerliche zieht. Nee. Leben dieser ganzen Leute eingedampft auf Namen an einer Wand. Wie nah ich wohl dran war, auch nur noch ein Name zu sein. Du solltest auf alles, was du seit dem Krieg geleistet hast, stolz auf dich sein. Ich bin stolz. Ich erkannte es nur nicht, bis du mir eine andere Perspektive gezeigt hast. Mhm. Ich sage das nur, weil du mir was bedeutest, Sarah. Du bedeutest mir auch etwas. Schön. Es gibt eine Art von Verbindung zwischen uns, über die wir, glaube ich, reden müssen. Ich möchte noch kurz hier bleiben. Dann können wir zum Wasserfall gehen und uns ungestört unterhalten. Ist es dann soweit? Kann ich dann Schluss machen wieder? Die hat ein Starfield-Logo. Okay, bin bereit. Los geht's.
Führe Sarah zum Wasserfall in New Atlantis. Ich wusste gar nicht, dass sie meint doch jetzt nicht den Dings. Ach, der in der Unterstadt oder was? Never. Das, da will doch niemand hin. Hopp. Raumhafen. Ist da der Wasserfall? Wo gehen wir hier hin? Ach, die will doch wirklich in die Unterstadt, oder was? Never will die in die Unterstadt. Die will in die Unterstadt. Das ist hier ernst? Wasserfallpromenade. Hä, nee. What? Wo sind wir hier? Ich speichere mal ab. Krass, ich kenne den Ort hier noch gar nicht. Schick. Ah, was heißt Wasserfall? Das ist unser selbstgemachter Staudamm hier. Selbstgemachter Wasserfall. Wenn es mir in der Loge zu viel wird, komme ich gern hierher, um... Du weißt schon. Quasi dahin zu schmelzen. Hi. Wunderschön hier, oder? Ich war überall in dem besiedelten System. Doch genau dieser Ort, diese Stelle, ist in der Galaxie einzigartig. Ich mache mich jetzt mal kurz weg. So. Es ist unglaublich schön, nicht? Ja, ich weiß. Hier oben lasse ich mir durch den Kopf gehen, worüber wir in der Constellation gestritten haben. An diesem Ort habe ich schon so viele Entscheidungen getroffen. Scheint ein idealer Ort zu sein, um nachzudenken. Und genau darum habe ich dich hergebeten. Ich wollte mit dir über etwas ziemlich Wichtiges reden. Du willst mich über den Tisch ziehen, was? Du kannst mir natürlich alles sagen. Gut, denn das ist so einiges. Es geht um meine Rückkehr nach Cassiopeia. Was wir über Sona erfahren haben, lässt mir einfach keine Ruhe. Es mag verrückt klingen, aber die Einsamkeit dieses jungen Mädchens erinnert mich an mich selbst. Okay. Ihr habt beide viel durchgemacht. Naja, im Vergleich mit Sona hatte ich es leicht. Mein Leben lang war ich von Leuten umgeben. Bei der Constellation, dem Navigator Corps, sogar dem UC-Militär. Gleichwohl war ich immer so weit weg, wie sehr ich auch dazugehören wollte. Es liegt nicht an dir. Bist du sicher? Ja, klar. Vielleicht ist es mein Wesen, andere auf Abstand zu halten. Oder sie sogar fortzustoßen. Vergiss die Vergangenheit. Was du jetzt hast, zählt. Was du jetzt hast, zählt. Ja, sorry, ich bin ein bisschen nervös, weißt du. Da verspricht man sich leicht. Jetzt? Meinst du die Constellation? Warte... Was genau willst du sagen? Ich kenne niemanden anderen, aber komm, es ist... Beziehung. Beziehung. Ich sage, dass ich dich liebe, Sarah. Bis in alle Ewigkeiten. Wirklich. Sorry. Ich muss mich nur einen Augenblick sammeln. Ich weiß, dass du auf eine feste Beziehung aus bist.
Du willst mir nah sein. Ja. Also, wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst, dann will ich es auch. Bist du sicher, dass du es willst, eine feste Beziehung? Außer dir kann ich mir niemand anderen vorstellen. Mhm. Wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst, dann will ich es auch. Ich hoffe, das ist ne? Wir können das, weißt ja schon, rückgängig machen. Oder machen wir fürs Erste gute Freunde? Das ist halt jetzt die Frage. Das ist echt eine gute Frage. Doch, ich bin wieder da. Ich musste nur kurz gucken, ob sowas, ne? Also, wenn wir Freundschaft machen, kann ich das natürlich wieder... Wir können dann weiter wieder in die Beziehung gehen. Aber wir können auch die Beziehung beenden, wenn es dann soweit ist. Wenn wir jemanden Besseren finden. Also, sie kann also schon auf jeden Fall Platzhalter sein, ja. Also, ich bin dazu schon lange bereit. Eindeutig. Du bist wirklich besonders, weißt du? Dank dir überwand ich meine Selbstzweifel. Gewann an Selbstvertrauen. Und so viel mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich ganz. Und mit dir an meiner Seite wird dieses Gefühl ewig währen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich werde dich immer lieben. Das ging mir jetzt alles zu schnell. Oh, danke für die Credits. Sarah Morgan sieht dich als verbündet. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Sie war mal wieder auf einer Sightseeing-Kreuzfahrt. Ich wusste gar nicht, dass deine Mutter noch lebt. Natürlich. Entschuldigung. Wir haben nie darüber geredet, oder? Weißt du, meine Mutter und ich reden kaum miteinander. Wir sind nicht entfremdet oder so. Wir stehen uns nur einfach nicht nah. Okay, warum? Das ist schade, Familie ist wichtig. Klar, wenn man jung ist. Aber sobald man älter wird und sie anfangen, dein Leben zu kontrollieren, da muss man sich dann schnell abnabeln. Dein Thema wollten sicher nur das Beste. Oh, Eltern. Klar, sie dachten bestimmt, dass sie das Richtige tun. Du musst wissen, dass meine Eltern beide Diplomaten bei der administrativen Division der UC waren. Nachdem ich mit der Schule fertig war, haben sie mich für eine einjährige Ausbildung in ihrer Abteilung angemeldet. Ohne mich zu fragen. Sie wollten, dass du in ihre Fußstapfen trittst. Du hattest überhaupt kein Mitspracherecht? Hey, ich war 18, gerade mit der Schule fertig und habe meine Eltern vergöttert. Und ihnen vertraut. Okay. Sie dachten bestimmt, dass sie das Beste für ihre Tochter tun. Was wusste ich denn schon? Was ist die administrative Division eigentlich? Der Regierungsarm der United Colonies. Du weißt schon, die Politiker, die Diplomaten, die Botschafter. Stell dir vor, du verbringst dein gesamtes Berufsleben hinter einem Schreibtisch. Uff. Geht's noch langweiliger? Ey, das ist aber hier echt hier, ne? Das geht ja mal gar nicht. Sie wollte wohl, dass du in ihre Fußstapfen triffst. Wollen ist das falsche Verb. Verlangen wäre treffender. Ich wurde für die Ausbildung nach Cydonia geschickt, wo ich politische Richtlinien ausarbeiten und Handelsdispute schlichten musste. Das einzig Gute an dem Job war, dass ich dadurch jeden einzelnen Quadratzentimeter des Mars erkunden konnte. Schön. Da hatte ich also das Erkundungsfieger gepackt, hä? Gnadenlos gepackt. Die diplomatische Ausbildung warf ich ein paar Monate vor dem Ende hin und ging dann zur UC Navy. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert. Wir stritten uns heftig und brachen den Kontakt komplett ab. Das war sicher eine schwierige Zeit für dich. Naja, das war noch nicht das Schlimmste. Weißt du, mein Vater ist gefallen in den ersten Stunden des Koloniekriegs. So früh? Bei der Beerdigung auf Jamison
haben meine Mutter und ich uns geschworen, dass wir in Kontakt bleiben. Das mit deinem Vater tut mir leid. Bist du süß. Immer sorgst du dich um meine Gefühle. Deswegen habe ich mich in dich verliebt. Dein Lächeln, deine Fürsorge. Sie erhellen die dunkelsten Tage. Wow, sie ist ja voll nett auf einmal. Ich will ganz offen mit dir sein. Wir reden über Familie. Da frage ich mich, wo unsere eigene Beziehung steht. Also es geht mir alles viel zu schnell. Ich will für immer Bindung. Ich würde dich immer unsterblich lieben, Sarah. Und ich liebe dich auch. Und vielleicht können wir irgendwann überlegen, wie wir aus dieser Liebe eine gemeinsame Zukunft erschaffen. Alter, wir sind 2 Minuten zusammen. 2 Minuten. 2 Minuten. Ich will erstmal gucken, was da abgeht und wie sehr du mir noch weiterhin auf den Sack gehst. Weil wenn das passiert, dann mach ich jetzt zack. Ja, da hast du nichts mehr zu lachen, wenn ich dir ins Auge ziele, hä? Entschuldigung. Hi. Jederzeit gern. Jederzeit gern. Flirten darf ich dir etwas sagen? Nur wenn es mich zum Lächeln bringt. Das kriege ich hin. Ach, das ist alles war eklig. Echt schön mit dir zu reden. Ja, das ist alles so. So richtig. Du bist so toll und du bist so toll und ja, du bist so toll. Das ist hier zu viel geschnüff. Ist ein bisschen zu schmalzig alles. Ein bisschen zu schmalzig. Was haben wir hier? So. Das war doch jetzt ganz erfolgreich alles, oder? Außer, dass man das nicht abbauen kann hier. Was ist das hier eigentlich? Ist das so ein Abwehrmechanismus? Ich glaube, das soll eine Art Zaun sein für große Kreaturen, oder? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wir müssen hier mal noch alles erforschen bei Möglichkeit. Da steht noch einiges auf dem Programm. Wir sind auf jeden Fall jetzt mit Sarah zusammen. Welchen Vorteil bringt es uns jetzt eigentlich? Ah, dass du hier heiraten kannst mit Bindung, das ist schon krass. Das ist schon, das wusste ich nicht. Aber dass sie sofort heiraten wollte, ist ein bisschen hart. Lass mal das ein bisschen langsamer angehen. Dass wir hier nicht tauchen können, macht mich immer noch wütend. So, genug rumgetrödelt. Was machen wir als nächstes? Wir gehen auf Mission. Wir haben noch ordentlich was zu tun. Crimson Fleet, Twistar Collective und Ryujin Industries. Was ist das eigentlich? Was ist Ryujin Industries? Wir haben auf jeden Fall noch ordentlich zu tun. Rückkehr nach Vectra. Stellt die Betriebe Vectra ein. Allerdings hat man mir von Barrett nichts mehr gehört. Ich muss dorthin und herausfinden, was geschehen ist. Stimmt, was ist eigentlich mit Barrett passiert? Oh mein Gott, den habe ich ganz vergessen. Den Barrett. Ich habe den voll vergessen. Wir haben ihn ja sein Schiff weggenommen und sind dann hier nach nie wiedergekommen. Scheiße. Ja, Sprung. Krass, wir haben ihn einfach knallhart vergessen. Wird mal Zeit, dass wir ihn wieder vom Planeten holen, ne? Dein Schiff existiert nicht mehr. Ich habe schon mittlerweile ein riesiges anderes. Wer sind sie eigentlich? Scheiße. Was ist eigentlich mit diesen Geschützen? Warum kann ich die nicht abfeuern? Oh, krass. Also, falls ich jemals Eisen brauche, ist ja hier gar kein Problem, wie es aussieht. Warum kann ich meine Geschütze nicht manuell abfeuern? Hier ist auch nur Eisen, oder? In den Dingern, ja. Okay.
Ja, dann haben wir das auch mal gesehen. Sollen wir zum Außenposten? Ich würde sagen, nächste Folge gehen wir dann zum Außenposten, landen dort und gucken mal, was Barrett so ohne uns gemacht hat. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Upsa, hier ein bisschen, ne? Upsa, hier, ja, so ist gut. Ciao.